Was sind eigentlich Wunder? Klar, wir erleben jeden Tag Wunder mit Kindern. Ich sag mal, wenn man draußen ist, wenn es schneit, wenn die Sonne scheint, wenn was wächst, wenn man irgendwas erforscht, allein wenn man mit Kindern redet, was sie sagen. Die Partizipation in dem Projekt Wunderfinden oder Möbelmesse ist für uns als Kita-Team schon wichtig, weil jeder soll ein Mitspracherecht haben. Wir haben jede Woche Teamsitzungen, da wird drüber gesprochen, okay, da wird was angedacht, es wird was reingebracht. Dann wird ausgesprochen oder abgesprochen, abgefragt, wer hat Ideen, wer möchte was machen, Brainstorming. Dann wird es gesammelt, dann werden Arbeitskreise, Arbeitsgruppen gebildet und so nimmt es dann seinen Lauf, wie man sich mit einbringen kann. Da habe ich dann den Kindern die Frage gestellt, was wir denn von unserem Kindergarten aus machen möchten. Und habe dann jedem Kind einen Stein gegeben, was er auf eines der Bilder legen kann. Und dann ist halt dabei rausgekommen, dass sie gerne eine Bank hätten. Und dann sprudelten auch schon direkt die Ideen. Das erste Mal, wo ich diesen Clip gesehen habe zu dem Thema Wunderwerke, zu der Messe, fand ich das von Anfang an super. Um einfach den Kindern auch beizubringen, nicht alles ist Müll. Und deswegen kam ich ja auch dazu, den Kindern auch von Anfang an auch diesen Weg quasi zu zeigen. Was andere weggeschmissen haben, nehmen wir jetzt mit und machen halt was ganz Tolles daraus. Kinder sind dann schon begeisterungsfähig und dann sprudelt es aus Kindern raus. Die haben so viele Ideen, wir müssen das irgendwie sammeln. Dass wir dann ein Buch haben, ein schön eingebundenes Buch, wo ein Kind auch zum Beispiel ein Label vorne drauf macht oder eine Plakette, wo drauf steht, das wird unser Ideenbuch, da schreiben wir rein. Jens, schreib du da auf, wenn du Ideen hast, oder wir malen da was rein, eine Skizze. Aber dass die Kinder auch ernst genommen werden. Bis es dann zu dem Prozess kam, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Ideen, wir müssen uns gemeinsam auf irgendwas einigen. Und dann kam halt schon der Wunsch, so eine Matschküche wäre eigentlich ganz, ganz toll. Ich fand das jetzt spannend zu sehen, dass die Kinder da echt relativ intuitiv direkt rangehen und man halt nicht so verkopft daran geht, weil man halt nicht so ein Möbelprojekt in der Werkstatt hat, sondern halt einfach so einen Schrank bearbeiten kann und da ja nicht darüber nachdenkt, was könnte man machen, was ist realistisch und wie würde man das angehen, sondern erstmal einfach denkt, so, wir wollen eine Matschküche und das muss so und so laufen und wir wollen das haben und das haben und das haben. Ja, ist ja irgendwie schon schön, wenn man irgendwie auch bei Sachen mithelfen kann oder mitmachen kann und auch dabei sein kann. Also den Weg dahin zu begleiten und zu sehen, dass die Kinder da auch irgendwie Spaß dran haben. Es ist schon so, dass man angesprochen wird und dass so geguckt wird, dass die Eltern involviert werden und dann zusammen auch Projekte gemacht werden. So bei dem Bus zum Beispiel waren ja auch Eltern dann beteiligt, die dann geholfen haben beim Bau. Also man wird da schon mit eingebunden, wenn man denn möchte. Ich bin fasziniert, wie viele Exponate wir sehen. Das zeigt, was Kinder an Kreativität an den Tag legen können, wie Kinder kreative Prozesse gestalten können und am Ende etwas ganz Wunderbares geschaffen wird. Partizipation ist deswegen wichtig, weil wir Kindern Gemeinschaftserleben ermöglichen, weil wir über partizipative Prozesse an Demokratieentwicklung herankommen. Wo Kinder sich beteiligen können, merken sie, dass sie selbstwirksam werden. Und Selbstwirksamkeit in Form von Partizipation und mit Demokratieerleben ist doch das beste Rezept und die beste Basis, um eine friedliche Gesellschaft zu gestalten.